Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Halbfinale der Hallenmeisterschaften. Los geht's mit Wolfsburg gegen Dortmund. Halbfinale Nummer 1, Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Die Wölfe haben eindrucksvoll Gladbach rausgeschmissen. Dortmund in der Verlängerung erst gewonnen gegen RB Leipzig mit 4:3 am Ende. Ging aber für Dortmund spielerisch stark los. Hummels malen zu Emre Can, der nach 11 Sekunden vollkommen frei zum Abschluss kommt. Wolfsburg wie ein Hühnerhaufen, aufgescheucht. Das in der Situation eben bestraft von Emre Can. Ging gut weiter. Hummels, Zagadou, Daniel Malen. Gerade so noch behindert von Matcher, der anschließende Eckstoß. Gehalten von Castil, Zagadou staubt ab. Nach 29 Sekunden 2:0. Dortmund überrollte den VfL Wolfsburg. Ganz klare Angelegenheit bis zu diesem Zeitpunkt. Und der BVB wollte noch schnell ein Nachlegen. Doch Castells mit der Parade, Matcher, Brooks, dann geht's mal schnell in die andere Richtung. Wout Weghorst quer, nochmal Weghorst, der bekommt den Ball zurück und schießt das 2:1. Also dann doch wieder alles offen, obwohl es erst so eindeutig schien, dass es die Hallenmeisterschaft. Und dann muss Gerhard hier eigentlich das 2:2 machen. Völlig frei aus einem Meter trifft er nur das Aluminium. Der BVB hat Glück, dass sie hier noch in Führung sind. Hummels, Zagadou mit dem Lupferversuch. Castells hat ihn dann. 20 Sekunden noch im ersten Durchgang zu spielen. Kurzpassspiel klappt auch nicht immer. Dann Weghorst mit dem guten Auge zu Yannick Gerhardt. Eben hatte er die Riesenchance und jetzt schon wieder. Er vergibt sie erneut. Hitz aber komplett lässig, übertrieben falsch. Den Ball aufgelegt für Wolfsburg. Die Chancen, sie kamen nochmal en masse. Es wurde aber nichts draus. Konteraktion nochmal. 2 Sekunden noch zu spielen. Zagadou nimmt lieber die Zeit und vertrödelt dann ein bisschen. Stand 2:1 für den BVB. Der VfL Wolfsburg hätte aber schon lange das 2:2 machen müssen eigentlich. Was für Chancen die da hatten. Durchgang 2. Matcher baut von hinten auf. Nichts Ungewöhnliches in der Halle. Gerhard. Da war jetzt natürlich heiß und scharf gestellt. Will seinen Fehlschuss noch korrigieren. Die nächste Chance folgt sicherlich auf dem Fuß. Weghorst, Gerhard Weghorst. Hitzmeter-Parade, Umschaltaktion. Daniel Malen, viel Platz, alleine vor dem Tor. Und 3:1. Eisig kalt. Der BVB. Malen mit dem Vollspann vorbei an Castells. Wolfsburg nun unter Druck. Aber 2 Tore hier aufzuholen, das ist nicht unmöglich in der Zeit. Das kann man sehr schnell schaffen. Matcher, Brooks, Hitz aber mittlerweile dann doch auf Betriebstemperatur den Fisch daraus. Minute noch zu spielen. Kriegt der BVB das Ganze über die Zeit. Hummels. Haut drauf, kommt nicht durch. Bekommt den Ball wieder. Castells ist schnell genug unten. Aus dem Eckball kam nichts raus. Noch 20 Sekunden. Es sprach alles für den BVB. Ein Matcher nochmal. Ein Matcher. 2:3. Noch 17 Sekunden auf der Uhr. Wurde doch nochmal spannend, weil Hitz den Ball nicht festhalten kann. Der Rebound ist dann drin. 10 Sekunden noch. Da schauen wir ganz genau drauf. Wolfsburg kommt nicht mehr an den Ball. Malen lupft Castells in die Hände. Der Abschluss muss kommen. 1 Sekunde und vorbei. Wolfsburg fliegt raus, Dortmund steht im Finale und sucht seinen Gegner. Halbfinale Nummer 2, Hertha gegen den FC Bayern München. Und die Frage natürlich, wer würde jetzt den letzten Platz einnehmen für das Finale gegen den BVB? Wir schauen drauf vom Anstoßpunkt. Wer kehrt da mit dem Ball am Fuß? Boyata legt ihn quer, plattenhart. Belfodil und der erste Abschluss nach 11 Sekunden. Der geht aber drüber. Die Bayern noch nicht ganz auf der Höhe. Toussaint, Neuer mit der Parade. Dann der Gegenangriff.
Süle. Boyata aber aufmerksam. Es ist ein stetiges Hin und Her in der Halle. Vom Angriff in die Verteidigung. Anstrengender geht's nicht. Tusali quer. Und Neuer mit einer starken Parade. War also ein richtig guter Auftakt. Die Hertha kam hier auf jeden Fall auf Augenhöhe mindestens daher und ging dann in Führung. Toussaint mit dem 1:0. Dreht sich schnell und weiß dann auch noch, wo das Tor steht. Ball gewinnt Toussaint. Nächster Angriff der Hertha. Bayern kam gar nicht nach vorne. Boyata, Toussaint 2:0. Unglaublich, 1,5 Minuten gespielt und die Hertha machte dem FC Bayern komplett den Garaus. Hernandez scheitert an Schwolo. Kopfball Lewandowski in die Arme wieder von Schwolo. Der erste Durchgang in seinen letzten Zügen. Belfodil, neuer Held. Belfodil nochmal, nein, dann war tatsächlich erstmal Pause. 2:0 für die Hertha, also damit hätte man jetzt nicht unbedingt rechnen können. Ein spezieller Verlauf, die Bayern haben also viel vor der Brust. Wir schauen uns den Anstoß an. Choupo-Moting, Lewandowski. Süle, Choupo-Moting, Süle zu Lewandowski. Schwolo mit der Monsterparade. Dann wieder die Hertha, Plattenhardt, quer, Belfodil, knapp drüber. Die Hertha verschanzte sich nicht in der Defensive und kam dann auch sogar zum 3:0 durch Marvin Plattenhardt. 3:0, das muss man sich mal reinziehen. Unglaublich schwer jetzt für Bayern, das Blatt noch zu wenden. Belfodil, Boyata, nochmal quer, Choupo-Moting fast mit dem Eigentor. Hat er Glück, dass er den nicht über die Linie drückt. Lewandowski, der Lupfer, aber nicht gut genug. Schwolo ist dann rechtzeitig zurück im Tor. 1:10 noch zu spielen. Schwolo, bisschen nachlässig. Trotzdem der Abschluss, Toussaint, aber drüber. Die letzten 10 Sekunden. Es war klar, die Bayern würden ausscheiden, aber sie erzielten zumindest nochmal den Ehrentreffer. Hernandez mit dem 3:1. Mehr wurde es aber nicht. Die Zeit lief runter und die Hertha ging ins Finale. Schmeißt Bayern raus und folgt damit dem BVB für das große Finale am morgigen Mittwoch. Jo, das soll es wieder gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Haut rein und Adios.